Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren allerersten Auftrag gemacht. Nicht Basim seinen ersten Auftrag, aber unseren ersten Auftrag hier im Spiel. Und in dieser Folge müssen wir uns jetzt erstmal mit Nihal besprechen, wie wir unseren zweiten, naja, ich sag mal Nicht-Auftrag über die Bühne bringen können. Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Ja. Geh du voran. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Das es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Und dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Gesegnet seist du, Basim. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Da bin ich anderer Meinung. Sei gegrüßt, ja, Basim. Ich bin auch anderer Meinung. Achso, das untertaucht. Ich dachte, da können wir was mitnehmen. Da ist er, der Winterpalast. Mhm. Komm, hier lang. Ich folge dir. Und nun? Wen kennt sie denn, der uns einen guten, sicheren Weg hinein bringen könnte? Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Okay. Und wie? Achso. Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Also ich habe immer sehr viele kluge Einfälle. Das heißt, ich soll dir dann nicht folgen, oder? Still dich in dem Winterpalast, die Verborgenen wollen, dass eine Truhe gestohlen wird. Jassib sah, wie Wachen sie zum Winterpalast brachten. Ja, das wissen wir ja alles. Nihal weiß, suche nach Möglichkeiten, dich in den Palast zu schleichen. Entweder mit so einem Treppensymbol oder Kleinstein? Ich weiß es nicht. Achso, halt, nein, das war das Falsche. Nein, nein, lass mich hier raus. Ich wollte doch nur nach links drücken. Also, sie ist da unten. Sie möchte da... Oh, da sind aber auch Wachen. Aber eins tiefer. Okay. Es ist dunkel genug. Komm. Oh. Nihal! Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Da drüben sehe ich ein paar Wachen. Halt die Augen offen, ja? Limettensaft. Ohne. Ich auch. Ich kann schon schmecken. Ich hab was gehört. Nein, ihr habt nichts gehört. Es war nicht Sajert, der den Angriff auf die Aufständischen. Schlagen die hier keinen Alarm?
Ist das ein Spiel für dich? Los jetzt! Ja, dann beweg dich doch endlich mal. Komm ja sonst nicht mit. Vorsicht! Oh, ich weiß nicht, ob die da unbedingt so hinlaufen muss. Okay, unten ist ein Schlüssel. Was meinst du? Erinnerst du dich an meinen Onkel Karim, den Dufthändler? Er wurde von Räubern überfallen. Gäste gesehen? Und die seltsamen Kostüme? Halt bloß den Mund. Ich folge dir einfach mal. Unser Eingang sein. Aber nicht ohne den Schlüssel. Ja, toll. Dann sieh dich doch mal um. Den haben wir doch eben gehabt. Ihr Idioten. Jetzt kann ich das nicht mehr einschalten, oder was? Hallo? Wieso kann ich das Adlauge... Ah, jetzt. Hat er jetzt lang gebraucht. Wo war denn der jetzt mit dem Schlüssel? Hier unten. Okay, das ist aber nicht der einzige. Da hinten kommen noch zwei. Oh, drei sogar. Oha. Dass hier jetzt keiner drin war. Jetzt ist das nicht der andere, der da jetzt gerade drauf reagiert. Ja, das waren diese komischen Trullas hier. Lala, ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Nein, ich möchte nicht pfeifen. Weil hier drei Pfeifen vorbeilaufen. Will auch nicht niederschlagen. Oh, jetzt bleibt der nicht ernsthaft hier stehen, oder? Wir gucken jetzt in die Richtung. Oh, lauf, 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 lauf. Mach ein kurzes Schläfchen, aber nicht zu kurz. Genau. Es wäre gut, wenn es ein bisschen länger dauern würde. So, die stehen jetzt noch hier. Ich muss erstmal wieder zurück. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da hinten. Dum, 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 dum. Ihr guckt doch eh in die andere Richtung, ne? Schwubbel die Dupp. Na, geht weiter. Ich weiß nicht, ob die mich sehen oder Alarm schlagen hier, deswegen. Oh, jetzt bleib doch nicht direkt hier stehen. Ich muss doch da rein. Gucken aber alle in die andere Richtung. Okay. Da das jetzt drei auf einmal sind, will ich jetzt nicht zu früh hier wieder reinlaufen. Na, ich will die jetzt nicht irgendwie auf mich aufmerksam machen. Hast du einen Schlüssel gefunden? Yep, habe ich. Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der junge Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden.
Da sind sie. Komm. Hier entlang. Der Kalif erwartet euch. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Die bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Meine Herren, willkommen. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es läge mir fern. Das ist die Gelegenheit. Für was? Ich weiß nicht, wo die sind. Da kommt jemand. Warte. Wieso wird der mir nicht angezeigt? Hier lang. Jetzt keine Wache ist wahrscheinlich, ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Sieh dir nur die Bögen an. Schon für ein kleines Stück davon bekäme man einen Haufen Gold. Du hast nicht zufällig deine Spitzhacke dabei, oder? Ich merke es mir für das nächste Mal, wenn wir in einen Palast einbrechen. Kann der auch mal in der Hocke bleiben? Hallo? Der will nicht mehr. Mann! Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich! Basim! Tito ist nochmal als Marmelad Sassi. Marmit! Gib mir das! Nein! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid. Das ist deine Schuld. Nicht! Bitte! Diebische kleine Ratte! Nein! Lauf! Nihal, warte! Vater! Lass den Burschen! Oh, lauf! Lauf, gibt's eine Sprintfunktion? Achso, reindrücken, okay. Hey, da bist du ja. Gleich verstummt. Aha. Ich hätte. Nein. Ja, lauf. Ey, warum läuft der nicht? Vollidiot, lauf einfach. Ich hab zwar keine Ahnung, wo ich hin muss, aber ich muss raus. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, da ist schlecht, da ist schlecht. Nein, du siehst ihn nicht. Kann ich nicht einfach ins Wasser? Hey du, so benimmt man sich nicht. Wie benimmt man sich denn dann? Weglaufen ist immer eine gute Option. Boah, das ist viel zu weit hier. Bist du bescheuert? Ich komme noch nicht zurück.
Och, jetzt spring doch einfach mal gerade da runter. Ich weiß ja nicht, wo hier die Wachen gewinnt. Achso, man darf nicht laufen mit der Sicht. Okay. Weg da, ihr dummen Hühner. Kann ich schwimmen? Ich hoffe. Ich muss auf die andere Seite. Ich bin zwar jetzt nass, aber egal. Ich hätte vielleicht doch lieber schleichen sollen. 42. Wo ist der Eingang? Nein, geh weg. Ich muss den Eingang finden. Eingang, Eingang. Oh, verlasse den Konflikt. Ist das dein Ernst? Ach, eigentlich sollte der den jetzt... Ist der dumm. Er sollte den da runterziehen. Es war so schön gedacht. Für die Würmer. Okay. Er ist zu doof zum Kämpfen. Dann hauen wir mal lieber ab. Einmal aufs Dach. Einmal aufs Dach. Kann man hier nirgendwo reinspringen irgendwie? Nein, ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Haut Nihal. Einfach ab. Bist du hier? Nihal. Sie hat... Was hat sie sich gedacht? Ich muss sie finden. Sie ist bestimmt zu Hause. Nein. Kann ich nicht hier in den Blütenhaufen rein? Ich bin mir nicht sicher. Es war eigentlich anders gedacht. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach da reinlaufen. Und dann wäre der Konflikt beendet, aber war wohl offenbar nicht so. Okay, hier oben steht immer noch so eine dümmliche Wache rum. Bewegt die sich auch mal? Geht die auch mal? Oder? Schwupp. Geht das dadurch vielleicht schneller, wenn ich hier drin sitze? Ich weiß es nicht. Bleibt der jetzt da oben? Ist der normalerweise auch da? Ich kann zwar pfeifen, aber ich kann ihn nicht. Hallo. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Was denn jetzt? Ja, komm. Tja, willkommen aufregend. Sonst ist hier ja keiner, ne? Ich will den ehrlich gesagt nur mal eben ausschalten, weil er jetzt hier auf dem Weg ist. Ach, ist das ein Vollidiot. Ich glaube, der kommt eh nicht darunter. Guten Tag. Stören Sie sich nicht daran, dass ich hier rumkrieche? Ach, hier wäre direkt so ein Ding gewesen. Ich bin auch so doof. Nihal!
Hör auf! Bitte! Was willst du von mir? Ruhig. Ruhig, Basim. Nihal? Nicht ganz. Geht es dir gut? Gut, weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen. Ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding, es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor. Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish, sie alle sind in Gefahr. Warne Darwish. Soldaten jagen alle, die wie ich aussehen. Oha. Da sind schon wieder welche. Okay, 125. Ich glaube, ich bleib mal lieber erstmal in dem Modus. Da sind die nächsten. Ach du Schande. Ich gehe, glaube ich, mal eine Etage höher. Es könnte vielleicht produktiver sein. Und da sind die nächsten Wachen. Ja, super. Ja, es wird doch bestimmt total einfach, da hinzukommen. So. Die schauen nicht nach hier. Ich muss dahin. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt da dran vorbei? Habe ich mich ja wieder irgendwo toll rein manövriert hier? Kann man irgendwie hier drüber klettern? Nicht so wirklich in die Richtung. Okay. Ich bin nirgendwo sicher, wenn ich die Wachen nicht abhänge. Oh, ernsthaft? Ihr wollt mich doch veräppeln. Wollt mich doch veräppeln, veräppeln, das wollt ihr mich. Gibt's hier nichts, wo man reinspringen kann? Oh. Oder so. Basim! Basim! Wende deinen Blick ab! Wir hätten nichts tun können. Nichts? Wenn der Kalif noch lebte, wäre das nicht passiert! Pass auf wen du deinen anklagenden Finger richtest! Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehlen. Nur damit du deine schlauen Freunde beeindrucken kannst. Ich habe uns gerettet! Du hast ihn getötet! Das warst du! Es kam von dort drüben! Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Schnell!
Alle sind tot. Nein, nicht wieder laufen. Obwohl das kann der doch nicht. Ich darf nicht hier sein. Ich muss... Komm hierher zurück! Der kriegt das doch nicht hin mit dem Laufen. So, lauf. Komm. Ja, dann mach es halt so. Ist mir auch egal. Wo ist ihn hin? 110 Meter? Was stimmt nicht mit dir? Tschüss. Nein, wieso schmeißt der mich immer wieder da raus? Och Mann. Lasst mich doch in Ruhe. Keiner drin. Die haben mich nicht gesehen, wie ich da reingesprungen bin. Was soll das denn? Oh. Du hast gar nichts. Mach die Augen zu, da weißt du, was du hast. So. Wie Skorpionstich. Ah, wo läuft der hin? Nicht dahin, wo ich hinzeige. 53. Ich weiß ja nicht genau, wo der jetzt eigentlich hin will. Deswegen. Komm doch mal da hoch. So. Achso, zum Hafen. Heieiei. Hey! Ist er das? Ich denke schon. Das reicht mir. Lauf! Was hast du vor? Nicht nachdenken. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.